Hallo? Hallo, 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 weiter geht's mit Kork. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Was befindet sich denn hier in der Mitte? Wisst ihr es? Wisst ihr? Schreibt es in die Kommentare, wisst ihr es? Nämlich etwas Wunderbares. Das Stärkste, was es gibt auf diesem Planeten, wurde so eben hier hingebaut und zwar... Mein Glied. Nein, ihr wurde in irgendwas anderes hingebaut und zwar die Adler-Artillerie. Oh mein fucking Gott, wie krass ist das denn bitte? Ich habe sie gebaut, gar kein Ding für den King hier. Easy rausgeholt, die ganze Scheiße. Wir sehen es hier im Bau. Dauert nur noch 6 Tage. Ist ja fast fertig, ne? Große Wächter ist im Upgrade hier, der alte Kollege, für ein paar bisschen Gems. Für Gems würde ich gerade sagen, ja, ne? Pay to win lässt grüßen, nein, für Elixier, so heißt das Ganze. Und sonst sind immer noch 3 am Start, die nichts machen. Genauso wie forschen, ja. Ich habe schon sehr lange nicht mehr geforscht. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht wieso. Ja, sonst was ist passiert? Nix, ne? Ich kann anfragen. Machen wir kurz hier anfragen, hier die Kiste, irgendwas. Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Die halt hier eingebaut, das passt auf jeden Fall. Es war ein Event, was eigentlich jetzt normalerweise bald fertig ist. Es dauert immer noch so lange, 18 Stunden für 3 Angriffe, 15 Tage irgendwie so ein Event. Für den Schweinereiter habe ich doch easy kurz fertig gemacht. Sonst hatten wir, glaube ich, einen Clan-Krieg hier. Der Krieg ist zu Ende. Natürlich haben wir leider verloren. Natürlich haben wir leider verloren. Ja, kann passieren. Ich werde auf jeden Fall auch bald wieder mitmischen auf diesem Feld, aber ich muss erstmal wieder reinkommen, ne? Weil ich kann die ganzen Angriffsstrategien mehr und ihr wisst ja, ist ja bei mir so gewohnt, oder ihr seid ja so das gewohnt bei mir, dass ich halt immer mindestens 3 Sterne hole. Also deswegen muss ich da ein bisschen üben. Hier in der anderen Base habe ich den Uhrenturm im Upgrade drin. Ein Bauarbeiter ist free, deswegen werden wir gleich ein bisschen farmen. Und in 11 Minuten sind die Bogenschützen fertig. Weißt du was? Ich warte jetzt nicht 11 Minuten. Gems rausgeballert, YouTube Money regelt. Gar kein Ding für den King. Hupsala. Deswegen greifen wir an mit den neuen Bogenschützen. Mit den großen, geilen, richtig coolen Bogenschützen. Blah, wie greifen wir denn hier an am besten? Wie greifen wir denn hier am besten an? Der ist noch nicht gebaut. Ist der gebaut? Kann man angreifen? Ne, kann man nicht. Wir greifen auch von der Seite, glaube ich, an. Das ist ein guter Plan. Machen wir das so. Oh Gott, die Bombe. Holy shit. Holy shit. 1-2, 1-2, let's go. Ist das gut? Ich weiß nicht. Ich hoffe doch mal. Ja, jetzt schießt ihr auf die Riesen. Das gefällt mir. Die gehen von der Seite, die von der Seite. Bogenschützturm ist kaputt und die gehen natürlich genau da rechts. Oh, kaputt. Jetzt, 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 jetzt. Oh nein. Das Katapult hätte auf meine Riesen wegzuschießen. Jetzt geht alle links lang. Egal. Egal. Oh, die Bombe ausgelöst. Gar kein Ding hier. Easy weggemacht. Habt ihr gesehen, hier mit so richtigen Boxhandschuhe? Das sind ja voll die Mohammed Alis, Mann. Nur ein Weiß. Voll krass. Voll die Ghetto-Boys, obwohl. Ja, komm hier. Ja, jetzt nicht die Bogenschützen wegfokussieren. Boah, ich finde das so schlecht, wie sie wieder laufen. Ne? Was machen sie denn da? Jetzt werden alle meine Bogenschützen weggefickt. Ich hab gefickt gesagt, Entschuldigung. Und der letzte auch noch. Ich schaff's, ich krieg nicht mal 1 Stern. Ja, das war der grandiose, geile Angriff gegen Love. Gegen die ultra geile Liebe. Oh, die Bogenschützen. Oh Gott, den muss man wirklich mal ins Gehirn kacken. Lass mich raten. Ich dachte gerade, ich hätte gewonnen, das wäre YOLO-mäßig gewesen. Und er gewinnt nur mit Barbaren. Mit Barbaren. Egal, hier, komm. Abkreien die Kiste, weiter angreifen. Wir müssen üben. Wir müssen üben, wir müssen die Gems rausballern. Boah, war das schlecht, ne? Das war Grottenkacke. Wie werden sie laufen? 1-2. 1-2. Hier ist der. Wo ist der nächste? Da ist die Kanone. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Ne? Wir können hier auswählen, Leute. Kennt ihr, hin und her switchen? Kann man ja machen, ne? Aber... Machen wir das? Switchen wir auf Barbaren? Ne, wir behalten die, weil die sind am höchsten ausgebaut. Deswegen machen wir das so. So, bleibt mal ruhig hier. So. So. Und wir gehen von der Seite rein. Ich hoffe doch mal, meine Bogenschützen werden jetzt nicht wieder die ganze Zeit abgeschossen. Dankeschön. Dafür sind die Riesen da. Die müssen den ganzen Scheiß auf sich abfangen hier. Bogenschütze, lauf nicht zu weit rechts, lauf nicht zu weit rechts. Geht links lang. Oh, die 3 hier wieder. Die 3 von der Danke. Dafür gibt es einen Popo-Klatscher hier. Meine Fresse, die kleinen Zipfelklatscher hier. Laufen wieder, Kacke. Das ist ein Katapult, das ist gut. Das ausgelöst wurde vom Bogenschützen. Jetzt rennen die wieder rechts rein. Genau dahin, wo sie einen auf den Sack bekommen. Holy shit. Egal, wir haben schon mal 50% des Radars, werden wir leider nicht bekommen, weil die rechts alle sterben, weil die wieder, ne, doof sind. Ich hoffe, die beiden Bogenschützen werden auch so lange leben, dass sie das Rathaus bekommen. Ja, wir kriegen 2 Sterne. Immerhin 60% 2 Sterne. Ob das für den Win reicht? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ist euch auch schon aufgefallen? Die könnt ihr gerne mal schreiben in die Kommentare, wie ihr das so. Ihr spielt bestimmt schon länger mit der Nachtbase und dies und das. Viele schreiben ja auch, Lars, die Nachtbase ist nicht so interessant, sondern die andere Base. Kann ich auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Aber ich muss die ja auch hier ausbauen. Das ist Content, der einfach gezeigt werden kann. Ich hab gewonnen! Ich wollte noch sagen,
Ist dir aufgefallen, dass die einfach, ich meine, das ist ja KI, also computeranimierte bzw. künstliche ist ja KI, ne? Künstlich, Computer, bla bla. Warum laufen die so ultra beschissen kacke bei der Nachtbase? Die laufen tausendmal beschissener. Das ist total unberechenbar, wie die hier laufen im Vergleich zu der anderen Base. Das kann ich nicht nachvollziehen. Die laufen total random. Die laufen einfach, warum laufen Bogenschützen zum Beispiel in dieses Nahkampfding, in den Zertrümmerer heißt der, ne? Ja? Der ist Zerschmetterer, Entschuldigung. Warum laufen Bogenschützen nahkampfmäßig in einen Zertrümmerer rein? Ey, gibt das irgendeinen Sinn? Nein, machen sie es trotzdem. Warum? Weil es gehört, keine Ahnung, ey, es ist so schlecht. Es ist so fucking schlecht. So, wir haben 170 Gold. 170.000, Entschuldigung. Der dauert noch 2 Stunden. Ach, man braucht mich mal einen Bauarbeiter dafür. Deswegen habe ich die ganze Zeit einen frei, mich schon gewundert. Was können wir nächstes erforschen? Okay, wir auf jeden Fall müssen unsere Goldlager ausbauen, damit wir da wieder was Geiles machen können. Natürlich, die Riesen für 380.000 wäre ganz geil. Oder für 300.000 natürlich die krassen Boys. Wir switchen erstmal auf die andere Base. Dann lassen wir die ein bisschen ausbauen und greifen mal hiermit an. Mit dem Queen Walk. Ich hoffe, es ist nicht allzu langweilig, wenn ich die ganze Zeit benutze, aber aktuell zum Farmen ist es halt das Ding, ne? Der Ding, beziehungsweise der King muss ja in Dingelingeling durch die Gegend wirbeln und das geht aktuell ziemlich krass mit der jungen Dame hier namens Queen. Ich weiß gar nicht wieso. Aber der Queen Walk, er ist halt noch Real Madrid. Deswegen müssen wir damit rasieren gegen den Strich mit Benzin. Armer, na goal. Es ist übrigens immer noch super warm. Aber nur noch 25 Grad draußen, meine Damen und Herren. Nur noch 25, nicht mehr 35. Oder 36. Das ist schon ein Unterschied, aber in meinem Zimmer hier, immer noch unterm Dach, um die 30. Aber es geht. Ich schwitze für euch. Guck mal, wie das aussieht. Alter, das ist alles neu, will ich auch haben. Total neu, total geil. Bitte weiter raus, Dankeschön. Wollen wir nicht haben. Jemand hat in den Kommentaren auch geschrieben, Gruß geht an dich raus, Bro. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Aber Gruß geht raus natürlich an alle, die Kommentare schreiben. All die Videos schauen, alle die liken. Ihr seid krass, ich sag's immer wieder. Dankeschön für den krassen Support. Obwohl ich jetzt so lange inaktiv bin, trotzdem sind einige da geblieben und es ist krass. Dankeschön dafür. Gruß geht raus an die ganzen kleinen Zipfelklatscher. Jemand meinte, er greift nur an, wenn er mindestens 500.000 von beiden bekommt. Was ich natürlich interessant finde. Ist das Spiel wirklich so tot, dass es so viele Inaktive gibt, dass man wirklich auch immer angreifen kann, wenn man eine halbe Mille von beiden bekommt? Kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. Natürlich, weil ich das im Verhältnis zu früher sehe, vor Clash Royale war natürlich KOK mehr beliebt, ist logisch, weil da gab es halt nichts anderes. Aber ich finde tatsächlich, dass man beides noch spielen kann, weil, ja gut, Clash Royale kann man auch viel Zeit investieren. Aber bei KOK einmal rein, ein bisschen was farmen und dann dauert es halt 6, 7, 8 Tage, bis zu 14 Tage, bis das fertig ist. Und bei Clash Royale kann man halt mehr Zeit reinstecken, das ist logisch. Aber natürlich aktuell, es ist Sommer. Wer hätte es erwartet bei so viel Grad draußen? Aber ist ja klar, dass im Sommer nicht so viel gezockt wird, obwohl es ein Mobile-Game ist, trotzdem. Wie zum Beispiel im Winter. Deswegen. Als im Winter heißt das, ne? Ja, wie, ja doch, Entschuldigung. Als im Winter, so. und deswegen ist klar, dass der Loot natürlich jetzt vorhanden ist, weil viele inaktiv sind. Aber das Spiel ist ja allgemein etwas inaktiv geworden. Aber durch die ganzen neuen Updates, die jetzt gekommen sind, das neue Rathaus. Ist der Aufschwung wieder da, aber ich merke es ja trotzdem, ich finde wirklich sowas hier zum Beispiel. 500.000 Elixier, 200.000, 4.000 hat man sonst früher fast nie gefunden. Nie! Nicht mal ansatzweise. Auch nicht in irgendwie mittendrin hier. Alter, ist der schon krass ausgebaut hier. So, wo ist denn jetzt hier ein Kollege, der inaktiv ist, der die Minen und Sammler volllaufen lassen hat, weil er, keine Ahnung, weil er sich volllaufen lassen hat, irgendwo am Wochenende schön gegönnt, jedes Bierchen danach reingezwitschert, aber nicht gespielt. Wo bist du, Junge? Es ist Samstag. Der muss doch jetzt schon besoffen sein, in der Ecke liegen und sich die Seele rauskotzen, aber gerade nicht am Zocken ist, sein. Deswegen los, come on. Ich brauche den Loot. Ich will die ganze Zeit suchen. Das ist langweilig. Suchen ist sie ganz... Ist sie langweilig. Ist richtig langweilig. So, komm. Komm, gib mir den Loot. Gib ihn mir. Besorg sie mir richtig hart. Ach, wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Shit. Ist doof. Ich finde nichts. Aber jetzt, natürlich von Liga zu Liga unterschiedlich, selbstverständlich mit dem Loot ist auch total logisch, dass man sagt, dass in unteren Ligen ist da mal schon mehr Loot, dann ist da mehr Loot, bla bla bla. Aber trotzdem kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass man wirklich immer 500.000 von beiden bekommt pro Angriff. Das wäre, oder er rechnet den Bonus mit oben drauf, wenn er zum Beispiel in der Meisterliga ist, weil wir sind ja alle Meister, ne, wisst ihr Bescheid. Oh, hier, siehst du, guck mal, da ist einer mit 500.000, läuft bei uns. Artillerie ist aktiv. Deswegen greifen wir auf jeden Fall, wo ist die Queen? Da ist die Queen. Da ist der Wächter, da ist die Luftabwehr. Die Luftabwehr bekommen wir da weg, deswegen machen wir das so. Hahaha! Hahaha! Das
könnte Loot bringen. Loot, Loot, Loot. Wir brauchen Loot, Loot, Loot. Loot, Loot, Loot. Loot, Loot, Loot. So, Madame ist jetzt hier am Start. 24er King. Brauch nicht, oder? Brauch nicht, brauch nicht. Bin knapp, aber reicht. Wir zünden mal jetzt kurz hier den rein. Jawohl, komm, komm, bitte bleib am Leben. Wehe, wehe, du stirbst. Dann komme ich vorbei und verdul dir deinen kleinen Popo. Dankeschön, Madame. Dankeschön, Dankeschön. So, der Hut ist noch an. Deswegen reicht das für eine 20er Queen. Du schau, gar kein Ding hier. Ist quasi doppelt so alt. Obwohl, das darf man nicht sagen als Dame. Die ist halt eine Mill, was? Nein, jungfräulich. Unsere Dame ist jungfräulich. Da war noch niemand bei. So, wir sollten noch nicht die Bogenschützen einsetzen. Die Adlerartillerie, die Luftabwehr, da sollte auch noch nicht ausreichend sein. Das sieht auch ganz gut aus hier. Oh, X-Bow geht auch weg von meinen Heiler. Die haben dir nichts getan. Die haben dir nichts getan. Oh Gott, Luftminen. Luftminen auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell einen Hut rein, bevor der Magierturm alles kaputt macht. Magierturm. Kannst du den Magierturm kaputt machen? Madame, sie schießt nicht drauf. Holy shit. Holy shit. So, wir müssen langsam Gas geben jetzt hier. Jetzt die anderen Sachen angreifen, weil unsere Heiler gleich alle tot sind. Unsere Heiler sind gleich alle tot. Dann stirbt die Madame auch ziemlich. Rotig, was? So, komm. So, alle Heiler sind down. Machen wir das so. Schicken den noch vor. 60 haben wir noch. Oh, Madame ist so gut wie down. Madame ist down. Schaffen wir 50%? Das ist super knapp. Kurz mal hier gezündet, 46%. Komm, 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 Jungs, Jungs, Mädels, komm, Jungs, Mädels, 49, ein Tower noch, ein Tower noch, irgendwas. Dankeschön, Dankeschön. Wir konnten nicht alles, aber trotzdem 366 mit Bonus sind auch fast 500k von beiden, ne? Darf man nicht vergessen. Oh, die Adler-Artillerie darf man echt nicht unterstützen, unterschätzen. Die ist so mega stark, unfassbar. So, Zauber. Natürlich auch doof jetzt, ne? Dass die Heiler sind echt doof geflogen. Trotzdem läuft's auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr gut. Hier können wir auch wieder angreifen, oder? Angreifen. Diesmal bitte nicht failen, Lars. Dankeschön. Ich sollte vielleicht öfters mal die Taktik ändern, aber es sind aktuell halt meine stärksten Truppen. So, klatschen wir den kurz weg hier. Gleich klatscht, das war kein Beifall. Erstmal bei den Kollegen hier. Schön. Ne? Schön wegklatschen. So, wo greifen wir am besten an? Da ist der Scheiß, da ist der Scheiß, da ist der Scheiß. Die werden alle da laufen, da ist bestimmt ein ganz anderer Scheiß. Heieiei. Ich sehe gerade ziemlich viel Scheiß hier überall. Ich glaube, wir greifen von rechts an. Die werden ja von oben greifen, Mann. Von oben. Machen wir so, obwohl die laufen auch so. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, die nach hinten gekickt. Na klar, alles auf meine Bogenschützen. Aber der ist schon, guck schon zu, guck mal. Der ist schon am Zugucken, der kleine Kollege. Das heißt, der hat nicht viele Prozente geholt. Außer, oh Gott, die fliegen beide weg. Von meinen vier Riesen sind zwei weggeflogen. Kein gutes Zeichen. Sprungbrett des Todes. Also, ich denke, er hat nicht viele Prozente geholt, außer er ist instant. Keine Ahnung, mit einer Instant-Taktik. So, wenn wir Glück haben, bekommen wir das Rathaus. Wenn wir nicht Glück haben, bekommen wir es nicht. Und wir sind scheiße. Ja, wir bekommen das Rathaus nicht. Sie schießt. Warum schießt sie jetzt nicht auf. Ich verstehe es nicht. Sie schießt halt nicht aufs Rathaus, ne? 43, 44, reicht das? Wow. Wir hatten ja nur 32% geholt. Ist ja einfach noch schlechter als wir. Heieiei. Keine Ahnung. Was hat er denn gemacht? Ich muss ihn mal kurz ihn gut fühlen. Ach, seine ganzen Bogenschützen. Wow. Ja. Da hat es natürlich Bumm gemacht. Sehr gut. Genauso wollte ich das, meine Damen und Herren. Genauso war das geplant. So, die können wir jetzt upgraden hier. Das ist schon mal gut. Trotzdem brauchen wir noch mehr hier. Aber die ist wichtig. Wir brauchen echt mehr Gold. Beziehungsweise nicht mehr Gold. Wir brauchen immer mehr Gold. Ich bitte euch, ne? Lars, der alte Dagobert Duck. Ne, wir brauchen mehr hier, ne? Goldkapazität. So war das Ganze. Können wir die eigentlich noch upgraden? Ja, ne? Nö. Nö, nö. Armeelager bleibt Armeelager. Trotzdem Gold hier rausgebuttert. Gar kein Ding hier. Easy weg damit. Dauert ja nur zwei Stunden. Natürlich wird mein Gold volllaufen. Aber eigentlich brauchen wir jetzt noch Elixier. Werde ich beim nächsten Mal farmen. Ihr wollt nicht so viel. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wollt ihr viel von der Nachtbase sehen? Oder ist es echt langweilig, wenn ich die ganze Zeit zeige? Schreibt es gerne rein. Würde mich interessieren. Ich möchte hier meinen Content so gut wie möglich für euch gestalten. So gehört sich das. Leute, das war's von dem Part schon wieder. Ich werde jetzt gleich wieder duschen gehen, weil ich fertig bin mit der Welt. Obwohl ich noch ein anderes Video aufnehme. Aber trotzdem, ich bin fertig mit der Welt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da auf jeden Fall. Seid ein Haufen super nice Boys and Girls. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.